Als wir die Kehrung hier auf Vordermann gebracht haben, habe ich schon mal Buchenholztee angebracht und tatsächlich, weiß nicht, ob man es auf dem Video so gut erkennt, ein Keiler war hier, der hat schon ein paar Kerben reingeschlagen, auch hier schön gewühlt, also richtig schön den Mahlbaum bearbeitet. Da kommt natürlich jetzt wieder unser Teer drauf, wie immer einfach vorher kurz schütteln, Deckel abdrehen und dran spritzen und dann kommen die Sauen auch zu euch. Perfekt, alles sauber.